Hi und willkommen zu dem wunderbaren Spiel Wreckfest mit Barry und Zellos. Heute spielen wir hier bei Wreck and Chill ein bisschen Wreckfest. Ja, Hallo. Breakfast hier, let's go. Genau. So, mal schauen, wie es läuft. Wir So. hatten gerade schon ein paar Probleme mit Räumen, wo die Leute uns gekickt haben, Oh ja. weil wir Die nicht Rampe nicht los, ja. 100% ihren Regeln entsprachen, was nicht so richtig einsehbar war. Aber jetzt geht's los, Vollgas, und wer die töten mich, dann raste ich Ja, aus. eventuell bräuchte der Rikus eine andere Klasse von Wagen, weil du fährst immer noch mit dem Klasse C-Auto. Was muss ich denn nehmen? Klasse A. Du willst A. Wenn du nicht A hast, dann B. Wenn du nicht B hast, dann C. So, A habe ich. Hm, Jetzt dort okay? müssten wir ihn aktualisieren. Warte mal kurz. Bei mir zeigt er eben noch C. Ja, bei mir auch. Hast du zweimal bestätigt? Ach, zweimal. Ach, scheiße. Na, naja, egal, was Ist das ist. egal. Das kann ich ja nicht so machen. Geht ja nur um Spaß. Geht nur um Spaß, so ist es. Breakfast ist ein geiles Spiel, aber diese Server-Dinger hier, das ist wirklich, wie Rico schon gesagt hat, wie aus den Nullern. Das ist so. Ja, das ist 20 Jahre veraltet, das System. Das hat so ein bisschen was von den 2000er Jahren. Der ist nicht über die Rampe gefahren, den kick ich. Was Dummes, ey. Also für alle, die jetzt nicht mitbekommen haben, also die Aufnahme jetzt im Nachgang sehen, ja, wir sind einem Server gejoint, da gab es diese Rampe. Die sollte man aber auf jeden Fall Hell Race nehmen. hieß das, irgendwas, das Level. Genau, bei der Strecke Hellrace. Und ja, jeder, der die Rampe nicht genommen hat am Anfang, der wurde automatisch gekickt. Weil ist ja Nicht böse. automatisch, aber. Ja, vom Raum-Owner. Ja. Ja. Auf jeden Fall völliger Quatsch. Ja. Ich meine, klar ist, jeder Raum macht seine Regeln, keine Frage, aber man kann auch extrem pingelig sein. Ja, vor allem, wenn du so ein Controlletti-Mensch bist, der ordentlich fahren will, dann kannst du doch Formel 1 spielen oder Dann spielst du Gran Turismo oder so eine Kacke. Genau, warum spielst du eine Kacke vor allen Dingen? Wieso spielst du dann Wreckfest? Das ist doch das Chaos pur. Da geht's doch um Chaos und Spaß und Ja, nicht aber das wollen unbedingt. die ja. Die wollen ja, dass du über die Rampe fährst, damit es oben nicht kracht. Ja, dann sollen sie eine Strecke bauen, wo man nur über die Rampe fahren kann. Die können ja die Strecke nicht selbst Sollen bauen, sie oder? Rampi McRump nennen, dann spiele ich die auch, aber. Rampi Ja. Oder eins fahre. Wie kann ich eigentlich sechster Platz? Ist schon jemand kaputt gegangen irgendwie? Nö. Das Rennen ist bisher relativ langweilig, Ist die das jetzt ein Strecke. Rennen oder ist das jetzt ein Demolition Race? Rennen. Demolition Ranch. Ein Demolition Run ist ein Also Rennen, wo wir. es geht ums, wer ins erste Ziel kommt oder was? Ja. Mit Das kann 8 ich Uhr. heute nicht reden. Ich muss mir mal ein Bier zapfen. Um mal die Klischees weiter zu bedienen. Ja. Oh Mann, ey. Oh, ich hoffe, ich komme überhaupt ins Ziel. Linkes Vorderrad beschädigt. Ja, aber 8 Runden ist zu lang für dieses Spiel hier, finde ich. So 4 Runden. Das ist ein Oder bisschen drei. langweilig, oder? Ja. Ist auch keine spannende Strecke auf jeden Fall. Nee. Vor allen Dingen ist das Feld voll weit auseinander. Ich bin dritter Sechster. Platz. Die beiden vor mir, die werde ich niemals einholen, weil die gut sind und die hinter mir sind alle Was nicht bist so du? gut. Sechster? Dritter. Ich bin Sechster, stimmt ja. Nee, ich bin Siebter. Der Rückkuss hört jetzt gerade echt nur durch seinen Mund gerade, ne? Also Ja, ich bin gerade ein bisschen weg, keine Ahnung warum. Wie kannst du denn mit einem C-Auto hier Sechster sein? Das ist Ja, gut. ich bin einfach Weltklasse. Das ist einfach Weltklasse, der Ich Junge. bin einfach ein geiler Typ. Ja. Das macht schon einiges aus. Er heißt Rickus Ja. Longus. Damit ist schon Mal. alles gesagt. Jetzt bin ich aber Achter, die überholen mich gerade einfach. Ja, gut. Victinix wollte mich am Anfang übrigens rammen und ich habe dann gebremst, als ich das gesehen habe. Und dann ist er volle Kanne in die Wand. Er versucht's halt, ne? Gerechtigkeit. Oh, neue beste Runde hier. Ah, ich bin umgefallen. Also ich halte mich gerade stabil auf dem 18. vom 19. Platz. Nice. Sehr Mach mal geil. hier einen 360. Hi Okay, Barry, ich bin ciao Barry. 16er. Ich habe mich gedreht und bin 16er, ich bin traurig. Ich möchte das Spiel nicht mehr spielen. Aber ganz ehrlich, das Rennen sind ja mega langweilig. Also ich weiß ja auch nicht. Ja, mega langweilig ist halt übertrieben, aber die Strecke Nee, ist ist halt es hoch, nicht. weil es so das Feld sich jetzt so weit aufgeteilt hat, irgendwie, ne? So diese chaotischen Strecken machen halt mehr Spaß. Ja. Aber Wreckfest ist für mich wirklich so ein Spiel, so ähnlich auch wie Ultimate Chicken Horse. Entweder ich bin Alien, keine Ahnung, aber ich verstehe halt nicht, wieso die Leute sich das nicht auf Twitch angucken. Ich finde, das hat so ein Potenzial, so von Chaos und Unfällen und sowas. Ja, es geht wie das, was wir letztes Mal geschwätzt haben. Es geht ja fast bei Twitch noch um Skill zeigen, weil es geht nicht mehr um Und gemütliches um Zocken. Ballern. Und um Ballern, ja. Und um Ballern, ja. Skill zeigen? Skill Ja, zeigen, Skill Ballern. zeigen. Ist ja Aller doof, haben wir ja nicht. Speedrun, aller Speedrun, aller Any Percent, aller keine Ahnung, was weiß ich. Ach so. Naja, wenn es die Zukunft ist, dann sind wir halt alte Schuhe und fliegen bald Ja, weg. so ist es. Ja. Für nichts können wir fliegen.
Wenigstens können wir fliegen, so ist es. Hulk hat mich gerade überholt. Was? Hulk macht mit? Wo ist was? Da gibt's einen NPC namens Hulk, Alter. Ich schwöre, wenn jetzt noch Thor auftaucht und der fucking Mr. Captain America, dann weißt du Bescheid. Ich glaube nicht, dass Captain America Auto fahren kann. Doch, ich glaube, dass er das kann. Alter, ist Captain America, Chris Alter. Evans? Lange in der Auto fahren. Eigentlich nicht. Ich hab's schon wieder gedreht. Ich bin letzter. Ach, nee, ich bin letzter. Jetzt wurde ich gedreht von dem roten Truck. Oh, ich kann ja nicht wieder gerade fahren. Das ist eine Scheiße. Ja, meine Reifen sind auch am Arsch. Ich fahre gerade auch die ganze Zeit wie ein Betrunkener. Oh mein Gott. Mein Auto ist in the S. In the S. Da wurde ich dreimal gerammt, hab 57% Schaden. Das Bonus nur noch. Oder Schaden? Bonus nicht, aber. Ich wurde von Barbie gerammt. Ich hab Hulk gerammt. Erwischt. Wer ist? Was ist das hier schon wieder? Und so, Alter, das Auto, das kann nicht gerade bleiben. Meine Güte. Vielleicht haben wir gleich ein bisschen mehr Glück und haben ein chaotisches Rennen. Wobei ich finde diese eine Stelle fies, wenn man links lang fährt und so hüpft. Da bin ich jedes Mal gegen die Wand gefahren. Oder ist einer ganz weit außen und fährt komisch, das bestimmt wiegt dir nichts, oder? Also ich fahre auch komisches Ding zusammen. Ich fahre gerade mit Barbie zusammen. Hey Barbie, let's go party. Welchen Platz bist du, Zellos? Ah, du bist hinter mir. Wow! Ich bin im Ziel. Hulk und Thor sollen Auto fahren können, aber America nicht. Wo ist da drin? America hat ein Schild und wenn er das Schild immer in der Hand hat. Vor allem Hulk, ne, weil der auch ins Auto passt. Richtig. Gott, ich komme gerade nicht nach vorne, nicht nach hinten. Aber jetzt. Letzte Runde. Woo. Ich habe euch beide überrundet, cool. Nicht schlecht. Ja, ich habe ja auch eine Schweinekarre. Schweinekarre? Den gucken wir denn mal zu. Darin. Oh, die Zeit läuft ab, glaube ich. Ja. Beendet. Oh, Otto war komplett am Arsch am Ende. Ich habe mir so eine Mühe gegeben. Ich bin 19. Yay! Echt? Ja. Wie bist du denn letzter geworden? Indem ich einfach scheiße war. Achso, na, das ist ja völlig legitim. Wenigstens bin ich ehrlich. Und deine schnellste Runde war besser als meine. Tja. Ich perform halt nicht auf lange Zeit, weißt du? Bei mir ist halt kurz und bündig, quick and dirty. Okay. Ich habe Zellos noch voll einen mitgegeben. Ja, habe ich noch mitbekommen, ja. So, jetzt wechsle ich nochmal das Auto. Mensch hier, der scheint nur langweilige Strecken zu mögen. Ja, ist doch so. Hauptsache, wir haben mal einen Server gefunden, Jungs. Das ist, Das no racism, no insults, no spam, no trolling, no Wortkriegs, no hammerhead. Kein Rassismus. Achso, das nochmal auf Deutsch. Ja, ich finde es halt schade, dass man hier nicht. Ich meine, wir können ja keinen eigenen aufmachen, das hat irgendwie nicht funktioniert, aber das hier so einen zu finden und dann mit drei Leuten rein zu joinen, das ist einfach. Ja. Freunden joinen funktioniert irgendwie auch nicht, warum auch immer. Vielleicht stellen wir uns auch einfach nur ein bisschen doof an, das kann natürlich auch sein. Also, falls jemand uns belehren möchte, schreibt es unter das Video. Auf Niederländisch. Lasst ordentlich die Sau raus. Auf Niederländisch gibt Bonuspunkte. Ja. Gibt Bonuspunkte. Ja, der Barry lernt gerade Niederländisch. Hat er erzählt zwischen den Streams. Klar. Klar. Nee, also, ja. Oh, viel Text. Ja, auf und sage, deine Logik macht Sinn, aber dieses Spiel hat keine Logik, sonst hätte es vernünftige Server. Und somit hat dieser Stream auch keine Logik. Schon wieder das scheiß Auto? Ich hab da gerade gewechselt. Du hast zweimal bestätigt. Dies habe ich zweimal gedrückt, definitiv, ja. Okay. Muss halt am Ende da dran stehen. Was muss? Natürlich der nette Zuschauer. Es muss am Ende dran stehen halt. Ja, das habe ich jetzt nicht nachgesehen. Ich dachte, es funktioniert, wenn ich zweimal. Alter, kam Bus angefahren. Oh Gott, was? Okay, wir haben alle dran. Oh, der schiebt mich an. Das ist ja nett. Hey, ich bin mal nicht letzter. Noch nicht. So ein Idiot, ey. Das finde ich nicht gut. Die Leute haben jetzt die Reifen auf die Strecke befördert. Ich will, dass sie gebannt werden. Ich klemme an dem Stein fest. Ist das der Ernst? Du kannst resetten, wenn du die Viereck-Taste, glaube ich, drückst auf der Playstation. Ich habe keine Viereck-Taste. X, glaube ich, bei Game. Ich weiß schon. Ich weiß. Ich habe früher auch Playstation gespielt. Sehr gut. Früher, als er noch Holzschuhe trug. Alter. Ist der Bus eigentlich schon gekickt worden oder fährt er hier nur irgendwo rum? Ich hasse es, das ist furchtbar. Eieiei.
Das Problem ist, wenn einer vor dir auf der Straße steht, musst du ausweichen und dann wirst du von hinten weggerotzt. Ja, so ist es. Der Bus hat mich nicht erwischt. Na, 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 na. Was hat dich erwischt? Der Bus hat mich nicht erwischt, aber den ersten. Es waren aber Leute dabei, die sind nur auf Schunk aus, oder? Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du so ein Spiel hier hast, dann musst du damit rechnen und da musst du einfach entspannt sein. Oh, sorry, Rickos. Es tut mir leid, ich hab nicht gesehen, dass du das bist. Du jetzt nicht so, du hast es genau gesehen. Ich hab deine Gedanken gehört. Okay. Dinkelig. Welche Gedanken? Oh, ich hab Barbie schön rangenommen an die Wand hier. Wahrscheinlich, deine Gedanken. Problem ist, der zweite ist besser als ich. Ey, die Zuschauer hier, die Fans, die sehen richtig gut aus, oder? Habt ihr euch das mal ja. angeguckt? Wenn nicht, dann das sind, halt das ist ein Polygon-Team. Barry hat schon wieder das Mario Kart-Syndrom, das erste. Ja. Ich bin halt gut in Rennspielen, zumindest relativ. Was ist denn das für ein scheiß Bus? Ja, also, da fährt noch einer mit dem Bus mit. Nicht nur, dass der heftig ist, ich habe versucht, ihm auszuweichen und der hat die Bewegung mitgemacht. Scheiße, ich bin nur Zweiter. Los, Bus, rette mich. Ram Joateng. Ram ihn. Ist das Jerome? Ja, Jerome. Jerome Joateng. Jerome Joateng, so ist es. Scheiße, aber ich habe ihn auch gerammt. Oh mein Gott. Gibt's bestimmt einen Jerome Joateng, der sich sagt, hat dieser Typ, dieser Fußballspieler, der hat mich eindeutig meinen Ruf zerstört. Ja. Jerome Joateng. Ja, das ist das Original. Ah, schlecht genommen hier. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Nicht so überragend von Barry van Straten. Und Barry ist einfach eine Enttäuschung heute. Ja. Performt einfach nicht, der Junge. Aber ganz ehrlich, also... Ich bin echt paranoid. Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, ne, von uns, und ich würde mir diese Aufnahme ansehen, von mir, also oder von uns in dem Fall, würde ich dann abschalten nach der zweiten Runde, weil das mit dem Rennfahren zum Zuschauen wahrscheinlich wirklich nicht interessant ist. Ja, wir müssen halt im Optimalfall Server finden, wo Chaosrennen sind und nicht diese... Eben. Aber du hast halt wenig Einfluss darauf, weil das System einfach so scheiße ist. Vielleicht sind wir einfach so doof, dass wir durchschauen. Das kann sein. Ich bin sogar sehr überzeugt davon, dass das der Fall ist. Aber kann man den Freunden nachschauen? Ich meine, Wixnix sagt ja immer, das geht, ja, aber... Wir müssen wahrscheinlich, wenn wir auf den Reiter Freunde gehen, nochmal aktualisieren. Kann schon sein, ja. Wir können es nochmal ausprobieren am Ende, wenn irgendwie schon alles vorbei ist, aber... Ah, 5 Runden für das Ding ist auch so lange wieder. Ja. Das ist viel zu lang, weil eine Runde irgendwie 2 Minuten dauert oder so. Ja. Wir brauchen eigentlich fast nur den Demolition-Modus eigentlich nur noch, finde ich. Würde ich auch sagen, ja. Ja, der ist cool. Ups. Ich bin umgefallen. Jetzt fährt hier schon ein zweiter auch in die entgegengesetzte Richtung. Ich weiß gar nicht, welche Richtung wir fahren. Was haben wir für Möglichkeiten? Die Möglichkeit ist, dass wir das mit dem Nachschauen nochmal ausprobieren und dass es dann irgendwann funktioniert. Vielleicht kann Victinix was sagen, der scheint das Spiel ja schon ein bisschen öfter gespielt zu haben. Oh. Diese Kreuzungen sind kreuzgefährlich, ey. Wow. Kritischer Schaden, das ist aber nicht so schön. Nee, bei mir auch 24 Lebenspunkte und ich kämpf grad wirklich, dass ich. Schon 20. Aber ich bin 12. Zeller, was bist du? Ich bin 9. Nicht schlecht. Warte nicht mal schlecht. Kurz, ich komm gleich. Okay, sehr gut. Ja. Also das mit dem Nachtschauen, das müssen wir vielleicht mal irgendwie offscreen oder so auch mal ausprobieren. Ja. Wir sind auch, was Kritik dahingehend angeht, durchaus offen. Ich kann Rico seinen Gedanken verstehen, dass es wahrscheinlich durchaus interessanter ist, sich nicht diese normalen Rennen anzugucken. Definitiv. Dafür ist es, glaube ich, auch ein bisschen das falsche Spiel. Also Alter, warum rammt der mich denn dieses dumme Stück Scheiße? Ach, das war Victinex, dann ist okay. Wir sind halt davon abhängig, so ein bisschen, was hier passiert und ja. Dummerweise hat er mich jetzt rausgehauen mit seinem Ram. Ach, hier ist dieser komische Bus. Ja, ich suche jetzt einen anderen Raum, das ist sinnlos hier. Ja, mach das. Hi Barry, ciao Barry. Ich kann mal deinen Raum suchen und ich probiere dann gleich nachzujoinen. Ich will das Rennen aber gern zu Ende fahren. Ja, mach ruhig. Weil ich die XP nicht wegschmeißen will, weil ich gerade überragend... Du bist gerade in der 5. Runde, glaube ich, oder? Ja. Ich könnte jetzt vielleicht versuchen, den Joateng irgendwie zufällig wegzuboxen. Ich glaube, der ist eben so hart irgendwo gegen... Oh, der fährt noch. Der ist hinter dir. Der ist auch richtig gut. Fahre ich gerade hinterher. Also der ist auch besser als ich. Ob es jetzt am Skill liegt oder am Auto, weiß ich nicht. Ach, Jerome Joateng, Alter. Der ist halt ein guter Spieler, was soll man sagen? Überragend, ne?
Ja. Sehr verletzungsanfällig, vor allen Dingen im aber. Wrecking Mode. Wreck 'em all. Und dann versuche ich dir nachzuschauen auch, ja. Soll ich da jetzt reingehen schon? Kannst du machen, ja, klar. Und dann versuchst du halt, einfach reinzukommen. Nein, ich habe Platz 1 verloren, weil der viel schneller ist als ich. Fuck. Ich komme euch gar nicht hinterher, by the way. Also ich habe euch nur im Horizont gesehen, wie ihr da irgendwie verschwindet, aber... Aber für ein Auto, das so ziemlich im Arsch ist... Im Arschloch. ziemliches Arschloch ist, fahre ich ganz gut hier. Ja, gut. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus und probiere mal Ricos nachzujoinen. Ja. Ja, mach das. Wahrscheinlich klappt das jetzt sofort und das wäre mega peinlich für uns. Ich muss auf Mehrspieler erst gehen, ne? Und dann... Dann Server. Gehst du R1 und gehst auf Freunde, dann machst du dort aktualisieren und dann hoffst du, dass es mich anzeigt. Okay. Also bei mir steht jetzt da. Okay. Bist du zufällig im Stormy's Wreckfest? Ja. Okay, wir sind unfähig. Tatsächlich. Ja. Dann sind wir einfach unfähig, ja. Schneid das raus, Rikos. Schneid gar nichts raus. Die Welt muss wissen, dass wir unfähig sind. Die Welt muss wissen, die muss vor uns gewarnt sein. Nee, dann ist es doch gut, dann müssen wir das doch. Dann muss einfach derjenige, der aufnimmt, nächstes Mal ganz egoistisch irgendeine Scheiße starten. Rikos hat mich zweimal in einer Runde beleidigt. Oh, zweimal direkt die Next. Na, zu Recht. Es fällt dir ein, mich hier zu rammen von hinten mit meinen 20 AP. Ist aber eine Frechheit. Ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Fährst du da gerade schon, oder? Nee. Es ist jetzt Bereitsetzen gerade. Die haben gerade das gewählt, glaube ich, die Strecke. Genau. Was ist das für ein Auto? A, B, C, D? Wo steht denn das? All Cars. Okay, dann bleibe ich da. Ach ja, schön. Aber gut, dann ist Typ heißt einfach Pat unfähig. Fienes. Entschuldigung. Pat Fienes. Schön. Was hast du gesagt, Baby? Das heißt, wir waren einfach immer nur unfähig und hätten das die ganze Zeit so machen können. Ja, genau. Wir hätten nur mal dem Victinex ein bisschen zuhören sollen. Ach nein. Wir sollten öfters auf Victinex hören. Ja, aber er hat mich stimuliert und gegen die Steine geschoben. Er hat es nicht verdient, dass ich ihm zuhöre. Meinst du? Also so kriegst du kein Gehalt weiterhin, Victinex. Er kriegt jetzt das zweifache Gehalt, aber es ist trotzdem noch null. Also ohne Witz, das hätte ja auch echt nicht so sein können, dass man da einfach den Namen... Also mir fehlt es einfach als Suchfunktion einfach reinzugeben, so hier, keine Ahnung, hier diesen Server von PMC, was wir letztes Mal kamen, einfach einzugeben und dann sagen, bam, da ist er und fertig. Ich denke, das geht schon irgendwie, ein bisschen wirst du doof. Ja. Also bisher habe ich da noch nichts entdeckt. Ich habe abgelehnt, Victinex, abgelehnt, du hast keine Meinung mehr. Ja, bleib stehen am Start, Dragobert Duck. Hast du jetzt ein Race oder ein Demolition? Shit. Das ist ein Race. Das sieht aus wie Demolition, oder? Aber das wenn ist ich die Rampen Weg. Schon sehe. Scheiße. Nein. Bam. Oh, scheiße. Ey. Ja, genau. Ich flieg durch die Luft. Oh, scheiße. Warum? Oh mein Gott. Das war heftig. Dagobert Duck, Alter. Man merkt schon, wenn er nicht gerade in seinem Geldspeicher ist, dann fährt er bei Wreckfest mit hier. Ja, ich hab noch 50 AP. Ich bin ganz schön durchgenommen worden. Ich bin am Anfang durchgenommen worden. Jetzt rolle ich das Feld von hinten auf. Ich bin letzter, du kannst das Pferd nicht von hinten aufhören. Mega geil. Gott, ich wurde ja komplett rangenommen hier. Sie nehmen an einem Wettrennen teil und überholen den letzten. Welche Platz sind sie jetzt? Ich hab die Rampe. Bist du jetzt an mir vorbeigezogen. Oh. Das ist so rap. Mein Stoppzellus, ich hab dich gerade ganz leicht gerammt, aber mein Vorderrad ist auch irgendwie nicht existent. Ich kann nur noch nach rechts lenken, nach links geht nicht mehr. Das reicht doch. Reicht doch, ja. Boah, schön gedreht hast du ihn. Das war ein Franzose, hast du gut gemacht. Oder war das ein Türke? Ich hab TR gelesen, tatsächlich. Achso, ich hab FR. Na gut, kann auch Türke sein, ja. Dann war es nicht in Ordnung. Ach so liebe ich mein Wreckfest doch wieder. So eine richtige K-Strecke. Ja, ne, das macht mehr Spaß. Die Strecke ist aber nicht schön, muss ich sagen. Mit dieser großen Kurve dann diese Steine. Ich finde die eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ihr hättet es vorhin sehen müssen, wie ich durch die Luft geflogen bin. Das war völlig krank. Ich war locker 4 Autolängen in der Höhe. Ach, warum klebt mein Auto jetzt hier da an dem Rand? Immer dran vorsichtig fahren. Das hat schon mal jemand gesagt, danach hat es übrigens gescherbelt. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß aber nicht mehr, was der Zusammenhang war. Ich wurde gerammt.
Von Victinex? Ja. Hallo Victinex, und Victinex schiebt mich Richtung Bande, aber er hat mich nicht platziert. Wo seid ihr denn noch platzierungsmäßig? 13. Das ist 17. Ich wurde gerade von, ich hab gerade den Pet Fiendes berührt. Pet Fiendes! Ich bin auf Europa League Kurs, hauptsächlich nicht. Conference League. Nein, auf keinen Fall. Also bist du auch diese Kurve hier. Aua. Bestimmt Zweitligist. Ich wurde schon wieder von Victinex. Victinex, kannst du mal aufhören, mich immer so wegzusnipen? Das ist ein bisschen frustrierend. Ich bin ein übelster Anfänger im Spiel. Ich bin froh, wenn ich gerade ausfahren kann. Immer diese Stream-Sniper, das ist ja hier. Ja, ist echt so, ist echt so. Pat Venus! Was für eine Autofarbe habt ihr denn, dass ich sehe, wenn ich euch überhole? Ich bin grün. Da steht ein Name drin. Ich glaube, ich sehe es vielleicht sogar. Hast du den Hai? Ich hab Bulldogge. Bulldog. Kann ich meinen, ob du ein Hai auf dem Auto drauf hast? Warte. Kann ich dir gar nicht mehr sagen, weil das Hälfte vom Auto fehlt. Ich meine oben drauf, nee, dann machst du das nicht. Nee, hab ich nicht. Victinex ist vielleicht vor der mir. Der war das gar nicht. Ich glaube, der war das gar nicht. Ich habe ihn zu Unrecht beschuldigt. Das war ein anderer Typ. Ich war gar nicht Victinex. Ich nehme alles zurück, Victinex. Du bist ja bestimmt trotzdem schuld, oder? Ja. Überragend. Champions League. Endlich ist Internet wieder da. War dein Internet weg? Affenzocker, das ist natürlich scheiße. Warum machst du das? Hey, du bist ja gar nicht mehr drin, Barry, oder? Ich bin Vierter geworden, ja. Ich bin noch. Achso. Ich komme jetzt vor. Dein Zellos Auto sieht so scheiße aus. Ja, yep. Ich bin inzwischen recht demoliert. Fahre ja. quasi noch mit ein bisschen. Zwölfter! Let's go, Zwölfter! Was? Zwölfter, let's go! Weil du es verdient hast, Victinex, weil du es verdient hast. Was schreibt er denn? Warum bekomme ich denn für alles die Schuld? Sind dafür nicht Praktikanten da? Dafür sind Praktikanten da. Das Zusammenfliegen hat mir gefallen, Victinex, da sage ich nichts dagegen, das war lustig. Also ich glaube, das stimmt schon, was du sagst. Also dafür sind Praktikanten noch da, dass sie die Schuld zugesprochen bekommen. Die sind alle langweilig. Ja, mach mal hier. Das ist langweilig. Die in der Mitte ist langweilig, die rechts ist langweilig, die links ist mittellangweilig. Sind alle langweilig. Komm, wir machen die links. Ich hab die rechts die genommen. Was? Wieso kriegt ihr bei Gleichstand das jetzt hier? Ach, das ist Bullshit. Na, das ist Zufall. Geflogen, wie aus der Schule damals. Vor allem Streamlabs Victinex gönne Captain Capslock eine Pause. Vor allem wurden seine gesamten Nachrichten gerade weggehauen, ne? Ja. 114 Nachrichten wurden von einem Moderator gelöscht. 114! Affenzucker schreibt gerade, wäre das mein Server, hätte ich dich gekickt dafür, dass du die Strecke kaputt gemacht hast. Oder die Straße kaputt. Ja, zum Glück ist es nicht eins. Alter Victinex, ey. Das ist mal wieder uns den Chat voll spammt, was nicht schlecht ist. Mit 114 Nachrichten. Nein, wir lieben dich, Victinex. Gut gemacht, Steamlabs. Aber das war gerade irgendwie lustig, ja. Selbst der Bot mobbt mich, ja. Den haben wir so programmiert, dass der nach 115 Nachrichten dich raushaut. Nee, es lag einfach daran, dass du Caps Lock gemacht hast. Vor allem die Aussage, gönne Captain Caps Lock eine Pause. Ja, das habe ich eingetragen, das fand ich einfach schön. Ist das geil, Zellos. Ich finde, der Captain Caps Lock, den muss man einfach wertschätzen, den Jungen. Wann geht denn das hier mal los? Den wird man ja richtig müde zwischen. Es fehlt immer, bis der Letzte noch gedrückt hat. Das sind noch drei Leute hier. Eigentlich müssen wir mal in den Chat schreiben, wann geht denn da mal los hier? Und Victinex grüßt übrigens den Rikus wieder im Breakfast-Chat. Wieso werde ich dich grüße? Ich fühle mich gemobbt. Ja, weil du nicht so cool bist wie der Rikus. Ich hab zurückgeschrieben. Oh nee, hat er nicht gemacht. Ich hab Nein, danke geschrieben. Gemeinheit. Mein Auto fährt nicht. Okay. Ich hab übrigens tatsächlich einen Hai, aber vorne drauf. Den hättest du gar nicht mehr sehen können, Barry. Nee, da hatte eben ein Spieler den richtigen Hai, also auch ein Hai, nicht nur ein Aufkleber, oben auf dem Auto drauf. Und ich dachte, das wärst du. Da dachte ich mir, okay, da muss man bestimmt das Spiel für spielen. Ich bin gleich wieder tot. Spielen. Also kann das nicht Zellos sein. Nee. Wow! Hier ist voll unüberlegt, wo man hinfahren muss. Ich hänge fest. Ich muss zurücksetzen. Victinex hat den Gruß an dich weitergeschoben, Zellos. Ja, ich habe einen Gruß bekommen. Und damit Gruß zurück. Da war ein Gruß von mir übrigens hinter dir. Oh Gott, ich bin. Alter, ich fahre so schlecht. Autsch. Ich bin Letzter übrigens, nur mal so zur Information. Das war eh allen klar, aber.
Du kannst mich mal Dagobert Duck. Oh, hier gibt es zwei Wege weg, es ist wohl der schnellere. Einer von beiden. Ich. DuckTales. Diva hat auch direkt einen Captain Capslock bekommen. Hallo Diva. Diva ist auch direkt rein, hat direkt Captain Capslock gelassen und das war's. Ist hier eine Sackgasse? Oh. Ich bin mega falsch. Der linke Weg ist übrigens schneller. Der linke? Ja. Okay. Senpai. Senpai hört. Senpai notices you. Aber der rechte Weg fühlt sich sicherer an. Es fährt sich nicht so schön, die Strecken mit meinem Auto. Ich weiß nicht, ob es im Auto liegt oder. Ich bin schon wieder rechts gefahren, obwohl links kürzer ist. Scheiße. Zellos, ich kann deinen Auspuff riechen. Ihhh. So, halt, ich bin direkt hinter dir. Du Perversling. Nicht, dass du es das falsch verstehst. Also wirklich, Rikus. Na, dann kauf dir mal einen ordentlichen Kanalisator. Ah. Oder einen ordentlichen Auspuff. Also wenn du schon meinen Auspuff riechst, lass mich wenigstens auch mal deinen riechen hier. Wie sieht's aus? Da musst du hinter mich kommen. Ja, okay, Moment. Boah, ich kann sowas von nicht fahren. Hier irgendwie nicht, ich finde die total scheiße. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Kurven überhaupt nicht nehmbar sind? Ja. Ich lenke Vollgas rein, ich bremse entweder rutsche ich zu viel oder die sind nicht nehmbar, ja. Eins von beiden immer. Das ist keine schöne Strecke. Wenigstens ist sie in der Natur. Doof. Ja, das stimmt, die ist wie jede Strecke, aber sie ist in der Natur. Sie ist in der Natur, das ist schön. Sie wurde nicht extra in Abu Dhabi oder so gebaut, nur um mehr Geld einzunehmen, nein. Hm. Oder in Katar. Wahrscheinlich. Oder in Katar, sie sieht so irgendwie nach Amerika, Kanada aus. Ja, Kanada ist schön. Rikus kommt mit dem Longus und fährt mit der Limo an euch vorbei, like a boss. Okay. Also würde ich jetzt nicht vermuten, weil ich bin ziemlich weit hinten, ich fahre wahrscheinlich niemanden mehr vorbei. Hier sind aber zwei Leute, die fahren die ganze Zeit nur nach links und rechts und rammen. Ja, ich sehe das. Mich haben sie voll erwischt gerade. Hi, Barry! Das sind sogar welche, die fahren rückwärts, um die Leute zu rammen. Sorry, Barry! Oh, alles gut. Naja, ich rutsche immer so blöd mit dem Auto hier. Ich habe den Eindruck, ich drifte die ganze Zeit. Ich werde nur von der Strecke gehauen, von anderen Leuten. Nicht nett. Ich bin traurig. Ja, diese normalen Rennen. Ich will wieder Chaos haben. Ja, das ist nicht schön, ne? Bam. Ja, letzte Runde für... Wann kommt jetzt mal die Couch? Das Problem ist, wenn wir die Couch nehmen, ist das Rennen nach 10 Sekunden vorbei und dann müssen wir 5 Minuten warten. Der Typ hier mit der Rakete auf dem Dach, ne, der fährt die ganze Zeit in mich rein. Ich glaube, der ist so ein Typ, der nur den Leuten reinfahren möchte. Oder ist das schon ein Bot mittlerweile? Obwohl, nee, ich war völlig... Wenn er einen Stern übernommen hat, dann ist das ein Bot. Weil die Strecke schon beendet hat, da fliegt er ja raus. Weil ich war fernab von der Strecke und der ist mir hinterhergefahren und hat mich gerammt. Also ich glaube mal, dass es so einer ist. So ein schlechter Mensch, wie man so schön sagt. Wenn wir einen eigenen Raum aufmachen könnten, dann könnte man die Couch nehmen, aber sonst... Okay. Hier macht's halt keinen Sinn, weil dann sind wir nach 10 Sekunden tot und dann müssen wir 5 Minuten zugucken oder wieder einen neuen Server suchen. Es gibt nur die jetzt keinen neuen Server mehr suchen. Ich möchte die Couch. Okay, dann muss ich die Couch benutzen. Wenn er seine Punkte benutzt, dann muss ich die Couch nehmen, das ist okay. Dann nehme ich auch die Couch. Couch. Das ist nicht das Links, das hatten wir gerade, glaube ich. Ich nehme mal was aus deiner Mitte. Ich nehme mal das Stadion, das sieht gut aus. Nimmst du so Stadion? Top. Ich nehme auch mal Stadion, mal gucken. Ich hoffe, das geht jetzt noch schnell, das Auto zu wechseln, aber ja, eigentlich ja, ne? Ja. Eigentlich schon, ja. Moment, ich gucke mal. Teamrennen! Ach, hier ist die Couch natürlich mega dumm. Teamrennen? Scheiß auf. Ja, Teamrennen ist das jetzt. Shell, wo ist denn die Couch? Shell, ich habe eine Minute Zeit. Die ist bei C. Weiter vorne. Sofa Car, let's go! Es steht ja oben im Servernamen schon drin, All Cars, ne? Ja. Also ich möchte ja nichts sagen an der Stelle, also. Ja, wenn der die Couch gewünscht hat, dann kriegt er die Couch über. Wenn ich jetzt gemobbt werde, dann sage ich, nee, guck doch mal hier, All Cars. Easy. Ja. Okay, ich habe was Schönes gefunden. Ich bin auch rot, Victinex. Let's go! Wisst ihr das schon? Ich bin auch rot. Ja, schön. Ja, steht beim Team da schon dran. Ja. Ah, die Idiots sind beisammen, mit dem Victinex zusammen. Sehr schön. Und Barry auch? Ja. Oh, genau. Sehr schön, sehr schön. Mal gucken, was ich mit dem Sofa so erreichen kann. Das Sofa ist zwar kein Held, aber Sofa ist das beste Fahrzeug ever. Ich habe das Erntefahrzeug genommen.
Ja, das sogar jetzt Rang D, was hast du da? Harvester. Zum Teufel ist denn das? Für euch zur Erklärung, Affenzock hat die Punkte eingesetzt, Kanalpunkte, die Barrys Heldenanfrage. Die Couch ist zwar streng genommen kein Held, aber ich... Doch, das ist ein Held. Ich lasse es mal durchgehen. Hallo, der Couch. Machst du jetzt manuell weg seine Punkte oder wie läuft das? Ohne Mario Party kann ich die Punkte auch verwenden. Ja. Nee, das sind die Berries, also quasi das, was er nicht als Affiliate hat. Mach ich nicht. Oh, ist das Ding langsam, ihr glaubt's ja nicht. Hä, was ist das für eine komische? Ich Barry, fahre du bist eine Couch. Du bist gleich tot, ne? Ich kann. Hä? Ich fahre gar nicht. Ich habe so eine ganz merkwürdige Sicht. Oh, einen Bug. Oh, na super. Ich hatte den Bug, ich hatte die Kamerasicht, dass ich mich von vorne sehe. Ich habe das schlimmste Auto von allen genommen. Es fährt ungefähr 7 km/h. Ich habe das Sofa. Es ist das beste Fahrzeug ever. Rico, sagt viel aus. Kann doch wohl nicht lenken. Och, was ist denn das für eine Scheiße? Was habe ich getan? Ich hänge an so einem winzigen Puppel in der Mauer fest. Wofür gibt's denn überhaupt die Punkte für Platzierungen nach unten, oder? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht auch für zerstörte Autos oder so ein Spaß, oder ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Diese Couch ist echt das geilste Auto. Couch! Let's go, Couch! Und ich bin tot. Du bist gerade an mir zersprochen, oder? Ja, unter anderem. Ach, du bist der riesige Mauer da. Ja, das ist total scheiße, das Ding. Es ist unfassbar scheiße, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist doch geil, Alter. Nee, es ist wirklich, es nimmt überhaupt gar keine Fahrt auf. Also wirklich gar nicht. Ungefähr so 5% von dem, was man mit den normalen Autos schafft. Fahr ja noch mit 15 HP rum mit meinem Sofa. Ich sehe dich, ja. Gut. Achtung, hinter dir kommt ein böses Auto. Ja. Bam, du bist tot. Nein, ich lebe noch. Oh, du bist vom Sofa gefallen. Ja, ich bin aber habe noch 10 HP, Alter. Ich überlebe das. Nice. Ist das stumpfsinnig, ey. Einer ist schon am Ragen, dass ihn ein roter aus Versehen mit abgeschossen hat. Machst du das gut, Zellus? Ja, ich mach das super. Guck doch mal hier, wie ich die Kurve nehme, Alter. Sogar innen. Guck dir das doch mal an. Alter, ich ziehe meinen Kollegen vorbei mit besseren Autos, Alter. Und dann kommt dieser Cheater vorbei, der Tupa, Alter. Der Typ da, ne? Da hat einer geschrieben, people need to have an IQ above 3 in this game. Red means we are on the same team, you scum scrapers. Sehr schön. Direkt ausgerastet. Guck mal, wie ich das mache hier. Ich nehme das innen, Alter. Oh! Hallo, Rikus. Wie, Rikus ist tot? Ja, Rikus ist das Wrack, wo ich vorbeigefahren bin. Vor allem Zellus ist wirklich unter den letzten zwei hier, ne? Ist doch egal, Alter. Wiegt die nächste andere. Wiegt die nächste 16 da, Alter. Was willst du? Echt geil. Das war ja, ich meine, dass du noch übrig bist. Das war ein Lob und du blast mich hier. Ja. Achso, das meinst du. Ich mein, das war ein Lob, ja, Mann. Guck mal, innere Kurve, Alter. Oh, yeah, Sofa. Fuck yeah. Ein Rennen können wir noch machen, ne? Dann nehme ja, ich noch. Können wir noch machen, ja. Ich würde mal behaupten, wir haben nicht gewonnen, weil ich reingeschissen habe. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Vor allem mein Fahrer liegt da tot auf der Straße. Ich meine, wenn du mit dem Sofa unterwegs wärst, dann macht das schon irgendwo Sinn. Ich bin für Motor City Circuit. Ich finde auch Motor City. Wir haben das noch nicht gespielt, glaube ich, heute. Sofa ist den wundervollen Schulbus nicht gesehen, Victinex, sorry. Was hast du nicht gesehen? Den wundervollen Schulbus, aber ich habe auch keine einzige Runde geschafft, von daher war das schwer, irgendwas anderes zu sehen. Also, den Schulbus habe ich gesehen, konnte aber nicht wirklich drauf eingehen, weil ich musste mit dem performen mit meinem Auto hier. Ich schreibe mal All Sofa K, mal gucken, ob die mitmachen. Ich mache nicht mit. Oh, Sofa K. Go, go, go. Okay. Ich geh drauf ein. Na. Victinex ist ein Spielverderber. Wow. Victinex. Game, was ist das denn für einer? Pff, hell no. Ja, weil er Angst hat. Ja, der hat nur Angst. Der hat nur Respekt vor dem Sofa. So sieht's aus. Ah, über dieses Warten. Ja, bis die alle mal ready machen. Ich bin 2 Minuten raus, dann kann ich noch ein bisschen euch zugucken und dann ist der Stream vorbei. Dann kann ich. Nee, du musst jetzt performen. Barry,
Du mit deinem Sofa-Car. Du musst uns zum Sieg bringen, Alter. Auch ein Fiat Multipla in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, was ein Fiat Multipla ist. Ist das ein Witz oder was ist das? Das ist ein Auto. Achso. Ich würde übrigens mal vorschlagen, so fürs nächste Mal Wreckfest, dass ich das eher nicht aufnehme. Ich bin so dermaßen scheiße in dem Spiel. Das könnte jetzt auch lustig sein, aber ich bin zu schlecht, als dass es lustig sein könnte. Okay. Wisst ihr? Ja, nächstes Mal bin ich ja eh dran. Ja. Das dauert ja dann wahrscheinlich eh ein bisschen, bis Wreckfest. Ich bin wenigstens stolz auf zwei, drei Leute hier. Einer hat den Schulbus, das andere, zwei haben den Sofa-Car. Alles richtig gemacht. Ach, übrigens, wo wir hier gerade noch sind, bevor wir gleich alle abziehen. Ich weiß, ja. Das ist doof im Stream, aber egal. Hättet ihr irgendwas? Nee, mach sowas bitte nicht. Unter der Woche Lust, Vollgeist zu streamen? Diese Woche ist ganz schlecht bei mir, ist alles voll, okay. Jeder Tag. Also außer vielleicht mal irgendwann nachmittags, aber das heißt, ihr befindet sich halt am Arbeiten noch. Ja, außer Freitag. Also, abends bin ich jeden Tag ausgebucht. Außer Sonntag. Boah, ich weiß nicht, ob ich wirklich so schlecht bin, aber mich dreht's ja bei jeder kleinsten Bewegung, dreht's mich um. Dieses Sofa-Ding ist so geil. Damit würde ich gerne zur Arbeit fahren. Damit werde ich zur Arbeit fahren, Alter. Morgen. Okay, ich wurde getötet. Ich baue mein Sofa um, Alter. Über Nacht mache ich jetzt auch. Guck mal, wie schnell ich bin. Kritischer Schaden. Ich bin 19. Ich bin stolz. Harry ist tot? Ich bin tot. Ich hab dich gerammt. Das ist der ultimative Test. Ihr solltet kein Sofa benutzen, um Auto zu fahren. Hi Regus, ciao Regus. Dich krieg ich. Zellos, ich hab grad schon Barry getötet, du bist der Nächste. Ah, das ist die Wand. Das schaffst du nicht. Ja, nicht, wenn ich so fahre, wie ich gerade fahre, das stimmt, ja. Ist gut. Go, go, Zellos, für die Ehre der Sofas. Go, go, Alter, Power, Sofa. Zellos. Sofa, Power. Akku Bucket, Rocket Power, Battle Sofa. Battle Sofa. Ach komm, der ist auch Duck. Fuck you. Was ist jetzt passiert? Könnt ihr mich auf dem Laufenden halten? Mich hat ein anderer Typ da gerade weggehauen. Dieser Desert Duck. Bist du tot? Mach ihn weg, Alter. Ah, hier steht ja ein Sofa, das warst du bestimmt. Mann, oh, das war mein Vorrecht. Ich wollte das machen. Doch, wo ist denn der Rikus, dass wir dem auch noch zugucken können? Ich bin Platz 13. Ich glaube, Dark Web Duck oder wer das war. Aber dann finde ich jetzt den Bauschen. Ihr seht jetzt natürlich bei mir wieder nicht sehr viel, weil ich bin so schlecht, dass ich nicht mal. Oh, das ist ein Schulbus. Ja, du bist besser platziert als wir beide, ne? Also. Bam! Ja, ramm den Schulbus. Na hallo, das ist mein gutes Recht. Der Manfred. Oh, Scheiße, der hat mich völlig weggehauen. Das war gerade geil, ja. Gut gemacht, Rico. Aber der ist auch umgefallen, seht ihr? Der hat so einen geilen Namen, der Busfahrer. Habt ihr das schon gesehen, wie der heißt? Nee, Günther? Wettigel Manfred. Ja, an dem komme ich aber auch nicht vorbei, so wie der Auto fährt hier. Wo hat der bitte seinen Führerschein gewonnen? Schieb ihn, ja, komm, schieb ihn noch ein bisschen an. War doch jetzt links vorbei, das ist deine Chance. Wo ist mein Schön gegen die Wand gefahren, hallo? So eine Chance, dass ich mir nicht entgehen. Und dann geht's nochmal 80 und dann geht's weiter. Wie euch vor allen Dingen da hinten battelt, so als wäre Gigos und was. Ich hab den Bus jetzt quergestellt, jetzt wäre ich erster, weil die alle dagegen fahren. Alter, guck dir mal den an, ey. Den Rikus hat. Was für Ding? Das ist der Scooby-Doo-Van, den du da hast. Mit irgendwas muss ich ja Erfolg haben. Sehr gut, Rikus. Das rechte vordere Rad, das schlackert ein bisschen. Ach, das geht doch. Das geht noch, ja. Ein bisschen Spucke drauf und das geht. Sind die Sofas da doch irgendwo oder die Leichen von uns? Hier steht ein Sofa, das ist Barry, das war das erste. Das ist Barrys Sofa, ja. Und meins ist weiter vorne. Boah, ich krieg die Kurven aber auch echt nicht hier, das ist. Boah. Ich liebe dieses Spiel. Das macht irgendwie ganz Spaß, aber es ist. Ich glaube, ich brauche da echt ein bisschen mehr Zeit, um reinzukommen. Ich finde es aber trotzdem faszinierend, dir zuzuschauen. Mein Sofa müsste demnächst kommen, übrigens. Ja, das ist hier in der Kurve, glaube ich, oder? Ich glaube, hier irgendwo. Ja, doch, da vorne in der Kurve. Da steht's. Übrigens überholt. Hi, Brekus. Hier, das ist dein Sofa, ne? Ja, das ist mein Sofa. Property of Salos steht auf Ruf. Also, Rikus, ich bin sehr stolz auf dich. Du bist schon nicht raus im Rennen raus. Ich bin begeistert, dass ich nicht mehr jede Bande mitnehme, eigentlich. Ja, das ist schon. Das ist für mich schon stark. Ich bin Zehnter, ich bin im besten Zehnter. Find übrigens lustig, wenn man mal tatsächlich mal deinen Fahrer sieht, dann ist da sein Helm schon aufgeknackt an der Stelle. Echt? Ja, brauche ich nicht, jo. Das Scheißding. Die Kurven, ey, das ist so eklig. Das ist so geil, wenn du alles in die Kurven fährst und deine ganzen Reifen schlackern sozusagen. Man denkt, Moment, ab. Aber er macht das, ich schwöre. Boah! Scheiße! Was machst du denn da? Ich hab die Kurve nicht bekommen und musste dann diese Rampe da nehmen.
Oh, das wird jetzt ein. Das wird dann Kopf an Kopf mit dem anderen Typ da hinter dir. Wie Runden musst du denn noch fahren mit deinem Schlagabtausch? Ich bin in der letzten Runde. Oh, hey, Gus, ich glaube an dich auf jeden Fall. Echt? Ich nicht. Doch, ich glaube an dich. Du bringst das wenigstens noch ins Ziel. Nee, ich glaube, es wird in 20 Minuten. In 20 Sekunden ist vorbei, also werde ich das nicht mehr ganz schaffen. Doch, das schaffst du. Aber da vorne ist noch einer. Da bin wieder ich, hallo? Das ist Pat Fiennes hier. Pat Fiennes, Entschuldigung. Ich glaube, der ist schon in deiner Ehrenrunde. Ja, der ist Erster. Der hat mich überrundet. Ich wollte den eigentlich noch einholen, aber ich glaube, in 4 Sekunden schaffe ich es nicht mehr. Ja, schnell! Ich bin sowas von vor ihm. Ja, ich bin nicht überrundet worden. Du bist Erster offiziell, ne? Nee, aber ich bin Letzter, aber ich bin nicht überrundet worden. Das ist mein Ziel gewesen. Das ist schön, das ist schön. Ja. Breakfast. Das ist schön. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Aufnahme hier an der Stelle. Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch für meine furchtbare Art und Weise zu fahren. So fahre ich übrigens auch im echten Straßenverkehr. Das glaube ich. Dass ihr das schon mal das weiß. Ist. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tüdelü. Tüdelü.